Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2, der Kampagne. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die eine Mission erfüllt, um den Pyroraptor hier zu erforschen. Und in dieser Folge wollte ich als erstes mal damit starten, dass wir ein neues Gebiet erstellen, beziehungsweise wir es weiterführen. Denn wir brauchen mal noch einen zweiten Standpunkt einfach. Bin ich der Meinung. Und da hilft am besten, dass wir jetzt hier entlang. Mal eine schöne Straße bauen und somit ein bisschen Abgrenzung wieder schaffen. Hier würde ich jetzt dann sozusagen das Arbeitsgebiet reinsetzen. Dann hier wieder raus. Hier so entlang fürs Erste. Rum. Im Wasser, dann nutzen wir das als Einfluss. Und schließen das hier so an. Und hier kommen jetzt noch ein paar Gebäude hin. Zum Beispiel erhöht die Kapazität für das Einstellen von Wissenschaftlern. Wichtig! Das kommt zum Beispiel gleich mal hier. Dann hätte ich gerne eine Unterstützungsanlage noch hier hingesetzt. Ein weiteres Wasserkraftwerk hier hinten rein. Was ich gleich mit hier verbindet. Und sich hier auch so verbindet. Schließen wir dich hier an. Dich hier. Und dann. Dann. Ich bin gerade überlegen. Ach komm, das Diagnosezentrum wollen wir auch noch hin. Das setzen wir jetzt aber fieserweise direkt sozusagen hier vorne hin. Dann brauchen wir noch so eine Unterkunft, eine Notunterkunft, einen Schutzraum. Falls was passiert, Schlüsselschicht in die. In den Saurier zu kommen, gut, der Scher. Deswegen machen wir das so. Oh, weil die sich gerade auf den Sack gehen. Fleischwunde. Ihr seid ins falsche Gebiet gelaufen, ihr Deppen. Ha, ich habe gehofft, ich kann sie infiziertes leiden. Beschädigter Zahn, okay, ja, das ist nicht schlimm. Ein beschädigter Zahn, Mai. Ich hätte gern hinten noch ein Tümpeleich gemacht. So. Machen wir hier mal draußen eine kleine Anhöhe.
vorne so ein bisschen. Er hat mit dem Stegosaurus ein Problem. Das ist München. So, mach den mal schnell bitte. Eigentlich war mal, dass die sich trennen und nicht unbedingt im selben Gebiet hausen anfangen. Jetzt sind die im selben Gebiet unterwegs. Das ist uncool. Produkt wird eingesammelt. So, wir besorgen uns noch ein paar neue Wissenschaftler. Ah, hier, neu hinzufügen. Der ist super, dich nehmen wir. Fünf, fünf, fünf finde ich auch super. Das ist auch super, aber du kannst rein theoretisch selber behandeln. Sie ist ein Genie, aber halt nicht überall. Ich habe lieber solche mittleren, die ich vielleicht noch. Weil jetzt kann ich in die Forschung dann gehen. Ah, Forschung war wieder das Zeichen hier. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Nee. Und kann rein theoretisch ihn auswählen. Ich brauche jetzt viel hier. Und schicke euch jetzt daran, das zu machen. Und rein theoretisch kann ich doch noch gleich hier beim Bernstein die nächste Ebene auch noch erforschen. Warum denn nicht? Warum mussten sie sich denn auch unbedingt über den Weg laufen? Da liegt auch wieder einer. Lass mich mal kurz gucken. Produkttransport beendet. Die sind... Innere Verletzungen sind unberechenbar. Wir wissen momentan nicht, womit wir es zu tun haben. Organtrauma, Zustellung und Anlage. Leco mio. Behandlung erfolgreich. Ihr kommt bitte nach da hinten. Schritt 1. Eine genaue Diagnose der Verletzung. Dann können wir diesen Saurier behandeln. Wo ist der zweite von denen? Da war noch einer. Da, der andere hat's verstanden. Da unten bleiben. Betäuben wir den. Ich verflieg den hierhin. Oder abbrechen, oder? Gut. Produkt wurde eingesammelt. Du
wirst auch nach da hinten transportiert. Damit die sich einfach wieder trennen, weil die waren geplant in einem selben Gehege. Die sollen sich einfach nicht im Gehege übereinander laufen. So wie der grundsätzliche Plan mal war. So, warte mal, Personal. Ausruhen gehen, ausruhen gehen. Dann gehen wir nochmal in die Forschung rein. Eins und vier. Das kann fast jeder alleine machen in dem Fall. Die nächste Stufe kann ich dann auch schon erforschen. Wir gehen jetzt viel in Forschen rein. Zustellung abgeschlossen. Ich hoffe, dass die das jetzt so verstehen, auf ihrer Seite zu bleiben. Ja, ich weiß, die Stegosauren sind nicht eure Freunde, aber deswegen hatte ich euch echt in diesem riesigen Gehege geteilt. Das hatte mal seinen Grund. Okay, das ist eh schon in der Ding drin. So, Impfung gegen Tuberkulose haben wir auch schon mittlerweile, das ist super. Dann tun wir den wieder bitte transportieren und zwar auch in die Ecke da hinten. Ihr bleibt jetzt mal zur Hölle in dieser Ecke. Die wurde extra für euch da hinten kreiert. Gott. Produkt wird transportiert. Gut, dann gehen wir jetzt wieder in die Forschung rein. Wir ballern jetzt Forschung einfach durch. Was Upgrade zu zusätzlichen Wissenschaftlern. Das finde ich eine ganz coole Sache. Ich brauche dafür 5 und 9. Dann nehmen wir noch welche, die vielleicht gar nicht so gut sind. In anderen Bereichen. Ja, da müssen wir so machen, okay. Verschiedensten Arten. Upgrade Verletzungsbehandlung verbessern. Zeit. Gewährt jedem Wissenschaftler 2 Trainingspunkte. Das ist vielleicht jetzt auch gar nicht schlecht, wenn wir viel forschen gerade. Gut. Darf ich nicht, habe 150 Agenten in deiner Anlage. 150 Agenten? Ich habe noch 105 auf jeden Fall. Wie es ausschaut. Kann ich jetzt auch gerne mit dem restlichen noch erforschen, was ist hier, ne? Hier habe ich nichts offen. Hier hätte ich was offen, aber das kann ich gerade nicht forschen. Da, hier, das kann ich noch forschen. Los geht's, Leute, forschen! Alles Mögliche, was wir finden können. Muss jetzt aber auch wieder sagen, es hat ja echt eigentlich lange gedauert, bis wir... Nein, jetzt wandern die Stegos weiter. Wollte ich mich verarschen. Jetzt wandern die Stegosauren. In deren Gebiet wieder. Oh, Mensch. Ist doch wieder zum Mäusemelken am Ende, ich sag's euch. Am Ende wäre es schlau, wenn ich das hier noch bis ganz hinten erweitere und dann... Ich will die in einem Gehege halten, einfach um die Möglichkeit zu... Bist du einfach gerade einfach umgefallen? Kann ich vielleicht noch ein paar Gallimimus-Daten sammeln und noch ein paar Gallimimus freischalten, weil die mag jeder. Mining.
Ich werde wahrscheinlich auf der ersten Ebene sein. Raptor, Stegosaurus, Triceratops. Ist nicht Deadrod dieses komische Ding? Wir suchen es auf jeden Fall, aber ich glaube, Rednord war eins der, die wir gesucht haben. Bedeutet, wir müssen doch jetzt für jeden Wissenschaftler. Trainieren. Cool. Du gehst dich ausruhen. Let's do this. Woop woop. Ich glaube, im Dreadnought können wir rein theoretisch in das Gebiet noch rein mitschmeißen. Weißt du was, das machen wir jetzt auch, scheiß drauf. Wir erweitern das Gebiet jetzt nochmal. Und zwar drastisch, so. So. So eine Zahnanfahrt. Überall geben. Und natürlich muss eine Straße auch außenrum führen. Immer schon wieder so ein Fall. Toter Saurier. Saurier können durch Hunger, Dehydration, Kampf und Jagd und der Schwäche sterben. Du sagst, wir können doch entfernt werden, damit sie keine Krankheiten ausbreiten. Gott damit. So, okay. Das ist die neue Erweiterung, ja. In einem Kampf gestorben. Wo sind die anderen Freunde? Aufgabe hinzufügen. Da sind die drei Freunde. Gut. Die werden jetzt mal schnell aus der Zone gebracht. Transport im Gange. Alle in dem Gebiet jetzt da hinten abgelegt. Und ich würde jetzt gerne flachen, Radius verkleinern.
Darauf kommt nochmal so eine Aussichtsanlage. Dann hätte ich gern noch eine. Ich mache jetzt viele einfach, weil wir es können. So. Da wird einfach noch eine hier in dem Gebiet gebaut. Die befindet sich dann halt neben der offiziellen Arbeitsstrecke. Aber was wir auch brauchen, ist eine Überwachungsanlage. Einmal hier. Produkttransport wird durchgeführt. Wir geben euch Deckung. Zack, zack, zack. Transportiert. Aufgabe erhalten. Alles einmal zuweisen. Zu wenig Früchte, Boden. So, schauen wir. Das tun wir den jetzt genauso hier unten anpassen. Früchte, Boden. Willst du mich verarschen? Aber das noch nicht, sie haben es noch nicht entdeckt. Aber keine Blätterboden. Oh. Blätterboden. Lass mich die Seite zu Blätterboden machen. Also den Rest so ein bisschen entdecken. Erforsche noch in die Richtung ein bisschen, mein Freund. Finde den restlichen Wald. Ich füge noch ein bisschen Wald einfach hinzu. Diese natürliche Absperrung. Ihr bleibt jetzt einfach da hinten, bitte. Und währenddessen würde ich gerne einfach noch ein paar Gallimimusse züchten. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Na, schön, ja. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ich hätte nochmal gern... Wissenschaftler zuschweisen. Schau, da weiß ich jetzt gleich zwei zu. Zusätzliche Wissenschaftler. So. Eier auswählen. Scheu. Großer Hunger. Scheu, großer Hunger. Aber jetzt weiß ich einfach alle. Bock, einfach so eine riesige Gallimimus-Gruppe zu haben. Mach. Eier auswählen. Oh, das ist eine schöne. Schöne große Gruppe. Wissenschaftler auswählen. Auch nur wieder drei notwendig. Zwei, eins. Let's go. Oh, das wird eine richtig schöne Gallimimus-Gruppe, die hier unterwegs ist. Wo sind denn unsere aktuell? Die sind alle da hinten. Ich sehe da drei. Da sind zwei. Warum sind denn aktuell eigentlich alle da? Ich hoffe, ihr wandert nicht, bitte. So. PR-Lift.
Ja, warte mal, warte mal. Für euch gibt es jetzt einen No-Wald-Zone so ein bisschen. Einfach hier so ein bisschen. Es soll ein bisschen Freiplatz einfach auch geben. So. Per Airlift. Produkt muss eingesammelt werden. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und dann die andere Gruppe. Per Airlift freilassen. Produkt unterwegs. Kommt auf die Liste. Einverstanden. Aufgabe erhalten. Jupp, jetzt kommen einige. Die stehen jetzt gleich alle an. Ich sag's euch, das wird eine richtige Arbeit. Holy shit. Das wird übel, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.